euch allen ein gutes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut gerutscht. Im Dezember ging es hier ziemlich ruhig daher. Den Schafen geht es gut auf der Wiese. Sie haben so eine dicke Wolle, dass ihnen weder Wind noch Regen etwas ausmachen. Obwohl sie Sonnenschein immer noch am liebsten mögen. Die Schweine sind den Winter über in der Scheune. Sie machen ihr Bett ganz alleine jeden Tag. Naja, bis Prinzessin Feenstaub so in die Gänge kommt, dauert es manchmal eine Weile. Sobald sie beide fertig damit sind, ist es schon wieder an der Zeit für ein Nickerchen. In der Scheune ist in den letzten Wochen viel passiert. Tim wird davon sicher noch in einem anderen Video berichten. Wir haben sehr viel aufgeräumt und Tims große Wellblechmaschine konnte umgestellt werden. Nicht, dass dies unheimlich dringend gewesen wäre, aber es musste sowieso irgendwann einmal gemacht werden. Und ich hatte angefragt, ob das wohl vor Weihnachten möglich sein würde. Denn meine kleine Kutsche war hinter der Maschine geparkt. Und am ersten Weihnachtstag habe ich gewöhnlich immer eine längere Kutschfahrt geplant, wenn auf den Straßen kein Lastwagenverkehr ist. Diese kleinen Ausflüge sind immer ein nettes Abenteuer. Die Hunde kommen mit und natürlich auch ein Picknick. Bis vor kurzem war es sehr nass hier und die Auslauffläche für die Pferde wurde sehr matschig. An der Zeit, ein bisschen Kies nachzuschütten, damit die Pferde sich auf ein Stück trockenen Boden legen können. Sie haben sich riesig gefreut und die Qualität des Kieses sofort getestet. Mit Wälzen, mit einer Geschmacksprobe und sie haben mir sogar dabei geholfen, den Kies zu verteilen. Oh, Kopfi, der Winnie. Und der ultimative Test geschah dann während eines kleinen Nickerchens. Als alle ausgeruht waren, konnten wir auch wieder etwas Aufregenderes unternehmen und sind zu einem unserer Sandstrände, um die Beine etwas zu strecken. Immer noch nichts Neues von Ia. Sie nimmt sich so richtig schön Zeit mit ihrem Eselfohlen. Die Hunde sind auch immer beschäftigt. Trudi folgt immer einer Fährte, die nur sie riechen kann. Turnip kaut viel vor sich hin. Dabei ist es ihm so ziemlich egal, auf was er herumkaut. Außerdem bewacht er uns vor allen möglichen Gefahren, wie diesen unverschämten Welpen, der uns da anbellt. Und
wenn er sich doch etwas zu langweilen beginnt, dann bekommt er seine individuelle weihnachtliche Unterhaltung. Aber den meisten Teil des Tages spielen alle drei Hunde fröhlich miteinander. Hello. You're on camera. Hello. Die Hühner und Enten haben ein faules Leben, kein einziges Ei, schon seit Wochen nicht. Sie genießen aber ihr Futter und sehen gesund aus. Unser Rotkehlchen, das hier sein Revier hat, hofft jeden Tag, dass sie ihm einen Krümel übrig lassen. Natürlich kann der Grund, dass die Enten uns keine Eier legen, auch daran liegen, dass es sich dabei um Erpel handelt. Unser neuer Reitplatz ist ganz toll für meine Kindergruppen, für Spiele und zum Reiten. Aber bis vor kurzem hatten wir noch keinen Zaun drumherum. You're having a nice coffee break, Tim. Lovely. Yum, yum, yum. Are you working very hard on eating things? Always. Always. Me and the dog. Are you working hard, Turnip? We're enjoying the sun. Good. Well, so much work got done. Look. Unser Freund Jaap half uns dann an ein paar Morgen, denn und im Nu war ein Zaun errichtet. Wir werden das euch noch genau in einem separaten Video zeigen. Prima, so können wir schon wieder etwas auf unserer Liste abhaken. Wir haben ganz tolle Fortschritte mit meinem Therapiehof-Projekt gemacht dieses Jahr, mit Hilfe von vielen großzügigen Spenden. Vielen Dank nochmal an euch alle. Bald werde ich euch in einem Video berichten, was wir bisher alles geschafft haben und was als nächstes auf dem Plan steht. Der neue Zaun gibt uns nicht nur einen schön sicher geschlossenen Platz, wo wir konzentriert bei unserer Therapiearbeit bleiben können, sondern auch für die Pferde ist er prima. Wie auch wir Menschen müssen die Pferde regelmäßig weitergebildet werden, damit sie ihre Arbeit gesund und gut vorbereitet leisten können. Dieses Video ist das letzte in unserer Serie über unser Jahr auf unserem Hof. Es waren natürlich nur ausgewählte Ausschnitte von all den vielen Dingen, die hier so passieren. Wenn wir zurückschauen, ist es erstaunlich, wie viel wir dennoch geschafft haben, obwohl das Jahr sehr schwierig war. Im neuen Jahr freuen wir uns darauf, für euch viele weitere sehenswerte Videos zu machen. Vielleicht auch wieder einige über unser Hofleben hier. Was meint ihr? Bis bald!